Meine Freunde des gepflegten Let's Plays und herzlich willkommen zu wieder mal Unboxing von der Luchess. Ich habe hier schon wieder den Klick entfernt. Es ist wieder ein neuer Monat. Und die alte Luchess ist noch nicht mal online gegangen. So, das Ding ist gerade, warum ich auch im Hemd sitze und nicht in einem T-Shirt. Ich bin aktuell eine ziemlich lange Zeit krankgeschrieben, aus, wie man offensichtlich sieht, nicht körperlichen Gründen, sondern aus psychischen Gründen. Komme deswegen tatsächlich nicht dazu, Videos zu machen und ähnliches. Was jetzt ein bisschen merkwürdig klingt, bin krankgeschrieben, muss nicht arbeiten, schaffe es aber keine Videos zu machen, aber hat schon alles seinen Grund. Werde da, glaube ich, in einem anderen Video ein bisschen mehr drauf eingehen. Aber okay, ich hoffe, dass dieses Video jetzt wenigstens pünktlich online geht und ja, dann würde ich mal sagen, ich mache hier. Ich mache die Polizei. Mir sehr professionell mein Citadel-Skalpell schon bereitgelegt. Das ist die Luchess, Januar, Februar, März, Juni ist es, glaube ich. Aber es wird ja auch wieder im Zettel stehen zum Schluss. Oh, ich sehe schon was Nettes. Luchess, Juni. So, wir fangen erstmal, ihr seht, glaube ich, davon noch gar nichts, hiermit an. Chupa Chups Monstrous Lollipop Strawberry Lemon Flavor. Scheint so ein bisschen sauer zu sein. Also der Chupa Chup hat wie so eine Olive drin, sieht das aus. Keine Ahnung. Werde ich gleich mal testen. Also erstmal Süßigkeiten. Dann haben wir Marvel Vinyl Bobblehead. Da kann einiges drin sein. Ich bin mal gespannt. Werde es öffnen. So was öffnet man nicht, sonst verfällt der Preis wert. Das ist mir egal, denn ich will mit meinem Spielzeug spielen. Ich krieg's hin, ich krieg es hin. So drin sein kann Hulk, Thor, Loki, Spider-Man, Green Goblin ist es, glaube ich, Deadpool, Deathstroke, ich weiß gar nicht, ob das Deadshot ist, Deathstroke, keine Ahnung, nimmt doch auf, ja. Kenne ich nicht, Eisenmann, Silver Surfer, kenne ich nicht, Deadpool nochmal. Da weiß ich den Namen nicht, kenne ich nicht. Okay, mal gucken. Man muss die Box kaputt machen, um das aufzubekommen? Das finde ich nicht cool. Wie ihr seht, es ist wirklich kaputt, es ist festgeklebt. So, das auf. Toll, es ist nochmal verpackt. Ich sehe es noch nicht mal, weil ich nur eine schwarze Folie sehe. Und es ist sogar nochmal eingeschweißt. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Aber es ist ein Bobblehead. Also ich kenne die Figur an sich, aber ich weiß ihren Namen nicht. Steht das da hinten vielleicht drauf? Wird wahrscheinlich in der Packung stehen. Sonst wird mir das bestimmt auch irgendwer beantworten können. Also eine Bobblehead-Figur. Hätte ich mich über eine andere definitiv mehr gefreut, über Deadpool oder so. Aber ist auch nicht verkehrt. So, dann T-Shirt nehmen wir noch nicht. Ein Vinyl-Sticker von Doom. Ist mir eigentlich Lachs. Ach du Scheiße. T-Shirt. Oh, geil. Heldengröße, das heißt L, ist erfolgt okay. Ich glaube, gesehen zu haben, was das Link ist. Aber warum ist der blau? Das verstehe ich gerade noch nicht. Ihr seht es zuerst. Ich sehe es nämlich noch nicht. The Legend of Soccer. Ah, deswegen ist der blau und hat einen Bumerang. Wer damit gerade nichts anfangen kann, ist das blau das T-Shirt oder schwarz? Das ist von Avatar, der Herr der Elemente. Gibt es ja Katara und ihr Bruder Zucker. Und das ist The Legend of Soccer. Das finde ich ganz ulkig. Ich glaube, es ist schwarz. Ich bin mir nicht ganz sicher. Das könnte ich potenziell auch mal draußen anziehen. Oh, ist es blau? Ich weiß es nicht. Naja.
Finde ich nicht schlecht. Finde ich, sehe ich da gar nicht. Finde ich auch nicht ganz ulkig. So, dann haben wir noch irgendwas ganz Komisches. Das wird aber zum Schluss kommen. Ein Puzzle von The Hunger Games Mockingjay Part 2. Puzzle, das Feuer brennt für immer, 200 Teile. Bin ich relativ emotionslos, was das anbelangt, muss ich ehrlich gesagt zugestehen. Aber wir öffnen es trotzdem mal. Falls ich es hinbekomme. Also die Verpackung ist definitiv widerspenstig. Okay, sind normal große Puzzleteile, wie man sie vom Puzzle kennt. Also nicht irgendwie jetzt extra große für kleine Kinder. 200 Teile ist, glaube ich, nicht so kompliziert. Ja, wie gesagt, relativ emotionslos, ist mir wie der Sticker ungefähr echt eigentlich egal. So, so dann kommen wir zu etwas, was ich, glaube ich, sehr geil finde. The Legend of Zelda Collector's Edition Link's Glass Battle Glass Vaso. Ein Glas von The Legend of Zelda. Wenn ich das richtig sehe, ist das der Tonlink. Öffnen wir mal, es ist falsch rum. Paladone. Es ist heile. Boah, das ist. Ich komme mal näher dran, damit ihr es vielleicht besser seht. Ich weiß nicht, ob das jetzt eventuell unscharf ist. Wahrscheinlich schon so ein bisschen. Aber es ist wirklich arschschön. Gefällt mir. Das finde ich richtig geil. Das wäre zum Beispiel ein Artikel, wo ich eventuell überlegen würde, ob ich es mir nicht sogar kaufen würde. Weil das ist wirklich ein schönes Glas. Muss man einfach mal so sagen. Das kommt zu. So, und jetzt haben wir noch etwas, was ich wahrscheinlich sehr bescheuert finde. Eine Tüte. Mit R2D2. Ich bin ja eh nicht so der Star Wars Fan. Das ist eine kleine Tüte, kann man also nicht wirklich mit einkaufen gehen oder ähnliches. Ja, und das war's dann auch schon. Werde noch den Lutscher probieren, hatte ich ja angekündigt. Gucken aber zuerst, bevor ich das Ding im Maul habe, uns das Heft an. Ich glaube, das kann man von hier aus nicht so gut sehen, aber es macht auch nichts. Das interessiert mich alles gerade mal nicht. So, erste Seite zu den Sachen, die ich zum größten Teil gut fand, zumindest das Glas ist dabei und auch das T-Shirt. Zelda Avatar Mashup T-Shirt. Sokka ist ein ausgezeichneter Krieger des südlichen Wasserstammes. Er ist nicht für seinen Mut, und seine oftmals aufbrausende Art bekannt, sondern auch für seine große Liebe zum Essen, insbesondere Fleisch. Marktpreis 14,95. Zelda Wind Waker Glas. Du hast endlich diese eine unglaublich schwierige Quest abgeschlossen, welche dich Schweiß und Tränen gekostet hat. Dann stoße doch mit diesem wunderschönen Zelda-Glas drauf an. Das Glas ist nicht Spülmaschinen geeignet. Marktpreis 11 Euro. Würde ich auch nicht in der Spülmaschine tun. Weil Gläser mit Druck, wenn man die in der Spülmaschine packt, dann geht der Druck nach und nach ab, ist nur ganz leichter und nee. Doom Venue Sticker. Die erstmals am 10. Dezember 1993 erschienene Ego-Shooter-Serie Doom feiert vor kurzem ihre Wiederauferstehung. Diesen hochwertigen Vinyl-Sticker bereitest du deinen Rechner perfekt auf den Umgang vor. 4 Euro. 3,95 Euro. Ich lese jetzt immer den aufgerundeten Preis. Tribute von Panem. Putzle. Der Krieg in Panem spitzt sich immer weiter zu. Ich habe gerade Spritz gelesen. Die junge Katniss Everdeen kennt Miss Everyshot, die mittlerweile ganz offen als Gesicht der Rebellion der Distrikte gegen Präsident Snow, der nix weiß, totalitäres Regime gilt, bereitet sich auf die letzte große Konfrontation vor, die alles beenden und die Bevölkerung endgültig befreien soll. Marktpreis 10 Euro. Ich hätte das andere gewollt! Kommen die anderen Sachen, unter anderem der Lutscher, der ist hier oben. Da hätte es auch so einen Fuß mit Knusperbrause gegeben, das hätte ich eher gewollt. Star Wars Jutebeutel, der Jutebeutel. Nutze diesen stylischen R2D2-Jutebeutel, um bei zukünftigen Einkaufen auf Plastiktüten verzichten zu können. Die gibt's ja eh nicht mehr, nur auf den Aufpreis. Damit schützt du die Umwelt und verhinderst, dass unsere Erde zu einem zweiten Raxus Prime wird. Was ist Raxus Prime? 9,95 Euro, also 10 Euro. Chupa Chups Lutscher. Die Chupa Chups mit Gruselfaktor, denn in der Mitte der leckeren Lolli steckt ein Auge mit Zitronengeschmack, welches beim Schlecken die Farbe ändert.
Bei den Crazy Dips handelt es sich um einen Lutscher im Fußformat. Dazu kann der Lolli in klassisches Knisterpulver gedippt werden. Gott, ich hab's aber heute. Marvel Mystery Minis. Diese mysteriöse Schachtel enthält einen deiner Lieblings-Marvel-Helden im Minifigurenformat. Dabei hast du sogar die Chance, ultra seltene Charaktervarianten zu ziehen. 11 Euro. Ja, habe ich nicht. Steht auch nicht, wie die heißen. Das war's auch schon. Dein gratis Minecraft-Server. Wow. Bei G-Portal. Ja, das war's von der Loot Chest. Wie gesagt, Bewertung kommt gleich, ne? Erst noch mal ein Lutscher. Weil mit vollem Mund, also muss ja in die Bewertung einfließen, ob der Lutscher jetzt geil ist. Mit vollem Mund kann man das um einiges besser machen. Sieht ein bisschen aus wie so ein Eiterpickel. Ich weiß nicht, ob ihr das von da sehen könnt. Eiterpickel. Das war's doch. Daran werde ich mal lutschen. Strawberry schmeckig. Es ist ja rot. Das war wie das Sofa. Lemon schmecke ich kein raus. Ja. Aber es schmeckt gut, es wirkt schon. So. Die Bobblehead hätte ich mich über einen anderen definitiv mehr gefreut, aber es ist auch nicht verkehrt. Es ist klar, es ist eigentlich recht ordentlich gemacht. Klar, man hat Rustgräte und sowas dabei, aber eigentlich finde ich den schon cool. Also, der ist ganz ulkig, hätte ich mir selbst aber nicht gekauft. Das Glas finde ich mega awesome. Das ist richtig geil. Das gefällt mir sehr gut. Die Tüte ist für mich komplett Lachs. Sticker ist mir Lachs. Das Puzzle ist mir Lachs. Der Lutscher ist ganz ulkig. Das T-Shirt finde ich auch ganz nett. So. Mama, Movie-Aufnahme hat angehalten. Fick dich, Kamera. Was ich gerade sagen wollte, ich weiß mal wieder die Bewertung nicht. Ich habe die Movie-Aufnahme angehalten, Aktion dazu genommen, mal kurz nachzugucken. Das letzte Video, was zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht online ist, hat selten bekommen. Die Loot-Chest ist aber definitiv besser als die letzte. Auch wenn mich da manche Sachen so komplett gar nicht interessieren. Deswegen würde ich diese jetzt mit episch tatsächlich bewerten. Schon recht hoch, gibt nur zwei höhere Stufen, das heißt schon viel. Eigentlich hätte ich die jetzt auch selten gesagt, aber die andere ist schon selten, dann geht das nicht. Und ich verabschiede mich dann aber. Bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt Let's Unbox oder ihr schaut mal bei einem anderen Projekt vorbei, wobei im Augenblick nichts kommt, weil ich halt irgendwie Matsch bin. Hä? bis dann aber. Bye. Euer Kiesfrei. Haut rein. Tschüss. Achtung, diesen Beutel von Von Babys und Kindern verhalten. Erstickungsgefahr nicht in Kinderbetten, Kinderwegen oder Laufstelle legen. Dieser Beutel ist kein Spielzeug. Hallo mein Kind, deck dich mal damit zu! Wie dumm sind Menschen, dass man sowas extra drauf schreiben muss? Was zum...